Paul Bernhard Kallen bitte ich nun auf die Bühne. Es geht um die Frage, wie sich Hubert Burda für die Zukunft aufstellt oder aufgestellt hat. Sie haben vor 4 Jahren die Nachfolge von Hubert Burda als Vorstandsvorsitzender der Hubert Burda AG übernommen. Burda, das ist heute mehr als Bunte und Fokus und Mein schöner Garten. Zum Unternehmen Burda gehören heute unter anderem das Reisebuchungsportal HolidayCheck, die Partnerbörse ElitePartner. Auch der Tiernahrungs-Online-Shop ZooPlus gehört heute zu Burda. 10.000 Mitarbeiter beschäftigt Burda. Korrigieren Sie mich, wenn es sind immer noch 10.000? Okay, 11.000. 234 Gesellschaften? Okay. Paul Bernhard Kallen sagt, Burda nutzt die Chancen eines tiefgreifenden Wandels, in dem sich die Medienbranche mit der fortschreitenden Digitalisierung befindet. Vielleicht gibt es ja ein paar Impulse von Ihnen für die katholische Kirche. Bitte sehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr. Zum einen, dass Sie einen katholischen Medienkongress machen. Ich glaube, es war höchste Zeit, dass Sie das tun. Dass nicht nur über Sie kommuniziert wird, sondern dass Sie kommunizieren, und zwar koordiniert kommunizieren, ist, glaube ich, allerhöchste Zeit. Und dass ich einen kleinen Beitrag leisten darf zu diesem Kongress, diesem ersten Kongress, der hoffentlich der Beginn einer längeren Folge von guten Kongressen ist, freut mich natürlich persönlich sehr. Sie haben mit der Stadt Bonn den Genius Loci perfekt getroffen und gewählt. Von hier ist so viel Gutes ausgegangen, sind so viele gute Überlegungen ausgegangen, hat sich so vieles entwickelt, wie wahrscheinlich nur von sehr wenigen Regierungsstätten überhaupt auf diesem Planeten. Deswegen hier zu beginnen und diesen wunderbaren Räumlichkeiten der Deutschen Welle zu beginnen, war eine sehr kluge Entscheidung. Ich bin sehr froh, dass Sie das gemacht haben. Frau Ungarn-Sternberg, ich hätte Ihnen natürlich stundenlang zuhören können. Und nachdem ich gehört habe, dass Sie mit einem 1860-Fan verheiratet sind, weiß ich, dass Sie wissen, was Leidenschaft und Treue ist. Wir von Bayern München sagen in der Öffentlichkeit ja nichts Schlechtes über 1860, aus dem wichtigen Grunde, dass es natürlich über viele Jahre unser einziger Mieter im Stadion war. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube 5, 6, 7 Tage ist es her, dann das Programm gewälzt und war im Mark erschüttert, als ich herausfinden musste, dass Sie mir 45 Minuten zugedacht haben. In meiner Jugend war der glänzendste Prediger in meiner Heimatstadt Neuss ein Stadtdechant, der den sinnigen Namen Hans Ketzer trug und wirklich ein wunderbarer Redner war. Und von ihm stammte die Regel, dass eine gute Predigt nie länger als 7 Minuten geht und dass 11 Minuten das Maximum Maximorum sind. Jetzt mit 45 Minuten konfrontiert, wird es natürlich grauenhaft. Ich sehe meine Tour d'Horizon, die ich gleich versuche, als eine Anregung, dass wir die Themen finden, die wir gemeinsam diskutieren. Deswegen hole ich ein bisschen weiter aus und versuche, an Grundsatzpunkten vorbeizukommen. Ich versuche, sie auch nicht abschließend zu behandeln, sondern immer so, dass Sie aufgefordert sind, nachher gemeinsam darüber zu diskutieren. Im Grunde habe ich Ihnen 5 kleine Dinge mitgebracht. Das erste ist, und ich schaue von Zeit zu Zeit darüber, ob das auch wirklich funktioniert, denn meine Assistentin hat die Eigenschaft, mit mir immer ein bisschen Schaubild-Karaoke zu spielen. Das heißt, da steht da was ganz anderes als das, was ich erwartet habe. Aber das hält wach. Das erste ist, Medien entwickeln sich entlang von Technologien. Und das ist ehrlicherweise schon immer so. Viel wird angezogen in diesen Tagen. Die Revolution, die durch die Movable Letters von Herrn Gutenberg irgendwann in Europa kam. In China kam sie übrigens viele 100 Jahre früher. Und das ist auch nett und richtig. Aber es beschreibt bei weitem nicht das, was technologisch in den Medien passiert ist und passiert. Alle Veränderungen von Medien haben einen technologischen Kern. Und dieser Kern entwickelt sich fortlaufend weiter. Und nur wer diesen Kern versteht und nur wer diesen Kern meistert und nutzt, hat ein modernes Medienunternehmen. Im Druck ist bis vor kurzem noch Innovation Teil der Agenda gewesen. Die Bunte, die der Verleger Franz Burda auflegt, heißt ja Bunte, weil sie 4-4-farbig druckt, inzwischen sogar dann auch mit Schmuckfarben. Und das war eine Revolution. Und er nannte die auch Bunte. Er hätte sie ja People viel besser genannt. Aber er nannte sie Bunte, weil das die Differenzierung war. Das heißt, Differenzierung über Drucktechnologie war ein Thema. Schauen Sie aufs Fernsehen. Wir haben Fernsehen in Deutschland im privaten Bereich seit Ende der 80er Jahre und wirklich kraftvoll seit Ende der 90er Jahre.
Und die Entwicklungen gehen weiter. Die Entwicklung des Fernsehens in den letzten Jahren ist ja nur zu erklären, dadurch, dass man HDTV eine ganz andere Bildqualität gebracht hat. Und die nächsten Schritte, dass der Fernseher ins Netz geht, sind ja sichtbar. Smart TV wird heute verkauft, noch nicht gelebt. Aber das sind Innovationen in der Technologie. Und die für uns natürlich in diesen Jahren ganz besonders wichtige Technologie oder technologische Veränderung ist natürlich die der digitalen Revolution oder digitalen Veränderungen, der digitalen Entwicklung des Internets. Der Nullpunkt dazu ist wahrscheinlich 1994, wahrscheinlich ca. 20 Jahre her. Der erste spektakuläre Aufschlag ist Mosaic oder Netscape. Ein gewisser Marc Andreessen geht mit einer Gesellschaft public, bringt sie an die Börse, der im Grunde nichts anderes tut, als den Zugang zum Netz für Computer zu ermöglichen. Das heißt, Medienplattformen haben sich auf diesen Hintergründen entwickelt und man muss drei Dinge immer übereinander bringen, wenn man von Medienplattformen spricht. Das eine sind die Technologien und deren Möglichkeiten, auf die habe ich gerade schon hingewiesen. Das zweite ist, wir müssen ein tiefes Verständnis haben für die Nutzer oder Konsumenten oder Leser oder Zuschauer oder Unique User oder wie immer sie nennen. Aber wenn wir nicht verstehen, was sie treibt, dann verstehen wir auch nicht, was wir aus den Technologien herausbekommen können. Wenn wir die Technologien allerdings nicht verstehen, dann schauen wir an unseren Nutzern sowieso unentwegt vorbei. Und wir müssen den dann dazu passenden Inhalt finden. In der Diskussion versteifen wir uns häufig darauf, dass wir nur den Inhalt anschauen wollen, der von Festangestellten gemacht wird. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland eine lange Diskussion darüber geführt haben oder führen, ob die Frage, dass der, der Inhalte macht, festangestellt ist oder nicht, ob er professionell ist in irgendeinem gegebenen Sinne oder nicht, der Entscheidende ist. Das ist nicht der Entscheidende. Der Entscheidende ist, dass die Qualität stimmt. Wenn Sie einen Terrorismusexperten 25 Minuten nach Explosion einer Bombe beim Marathon in Boston on air haben, der Ihnen erklärt vom Hudson-Institut, der kein Journalist ist, der Ihnen erklärt, wie die Kontexte im Terrorismus sind und warum das kein terroristischer Anschlag gewesen sein kann, dann ist das hochqualitativer Content. Wenn Sie gleichzeitig einen Arzt 2 Minuten später online schalten können, der Ihnen über Traumata was erzählt, dann ist das hochqualitativer Content. Die Leistung des Journalisten besteht in der Selektion dieser Quellen, dieser Themen und die richtigen Dinge on air zu stellen. Nicht in der Frage, ob dieser Experte bei irgendjemand festangestellt ist. Und die Inhalte können natürlich auch von Konsumenten gemacht werden und das zunehmend so. Und auch da besteht die journalistische Aufgabe in der richtigen Selektion, in der Sicherstellung der Qualität. Und wiederum ist nicht die Frage relevant, ist er eigentlich festangestellt oder nicht. So etwas kann ein wunderbarer Inhalt sein, der von einem Touristen gemacht wird und der Ihnen, wenn Sie Ihre Reise buchen in ein fernes Land, in dem Fall war es die Türkei, und Sie das Hotel dabei sind zu buchen und ein Kollege Ihnen sagt, so sieht es gerade aus, dann ist das hochqualitativer Content, übrigens besser als 1000 Zeilen und auch authentischer und auch genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen wollen. Das heißt, die relevante Frage ist nicht, was ist das, wer, in welchem Zustand befindet sich der, der den Content herstellt, sondern dass wir sicherstellen, dass die Qualität passt, dass sie kontrolliert ist und dass die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sind. Der zweite sehr triviale Aspekt, den ich Ihnen mitbringen möchte, ist die Innovation von Digitaltechnologien erfolgt exponentiell. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Sie irgendwann über Moore's Law gehört haben. Dieser Herr Moore hat irgendwann in den 70ern festgestellt, dass die Dichte von Transistoren auf Chips sich alle zwei bis zweieinhalb Jahre verdoppelt. Verdopplung von Chips auf Transistoren war die damalige Bedeutung, die er sah. Wir müssen heute feststellen, dass sich nicht nur die Speicherfähigkeit und die Leitfähigkeit der Chips verdoppelt hat, alle 2 Jahre oder alle 2,5 Jahre, die Innovationsrate ist 40% pro Jahr, sondern dass auch alles, was in der Umgebung ist, in der Übertragungstechnologie, ganz genauso wie in der Softwareentwicklung. Das heißt, das Ganze, das wir heute mit Internet verbinden, entwickelt sich exponentiell. Exponentialfunktionen sind etwas, was wir uns in unserem Hirn nicht so richtig vorstellen können. Wir sind gewöhnt daran, dass sich die Dinge mit 2,5% verändern. Wenn Sie die letzten Bücher in der Nationalökonomie lesen, Herr Phelps hat sich dazu geäußert über Innovationstempo, dann sehen Sie, dass da 2,5% das ist, was normal ist. Dann sehen Sie, dass in der Landwirtschaft die Fortschrittsrate 2,5% ist. Und das führt dazu, dass Sie nach 10 Jahren, anders als hier steht, nicht 1,25 haben bei einem Ausgangspunkt von 1,
sondern 1,28. Aber alle unsere Institutionen, all unser Denken, all das, was wir mit Fortschritt und Innovation verbinden, hat sich im Prinzip über die letzten 20, 30, 40 Jahre auf diesem Niveau eingependelt. Und die Exponentialfunktion sieht eben anders aus. Eine Verdopplung alle 2 Jahre heißt, dass Sie nach 2 Jahren eben das Doppelte können, nach 4 Jahren das Vierfache, nach 6 Jahren das Achtfache, nach 8 Jahren das 16-fache und nach 10 Jahren das 32-fache. Wenn Sie das einmal versuchen, für sich umzusetzen, dann heißt das, wir sind in 10 Jahren in der Lage, das 32-fache von dem technologisch zu leisten, was wir heute leisten können. Schier unvorstellbar. Sie wissen, dass es diese nette Geschichte gibt mit dem indischen Maharaja, der seinem verdienten Großvezier sagt, er hätte einen Wunsch frei. Und er sagt, ich habe gar nichts Großes, was ich von dir möchte. Ich habe hier ein kleines Schachfeld, an dem wir abends häufig sitzen und spielen. Und ich hätte gerne, dass du aufs erste Feld ein Weizenkorn legst und aufs nächste das Doppelte und dann das Doppelte und dann das Doppelte. Und nachdem der Maharaja eingewilligt hat, stellt er fest, dass er nach 60% des Bretts sein Königreich los ist. Das ist die Wirkung von Exponentialfunktionen. Wir müssen verstehen, dass wir vor einer der größten Umwandlungen überhaupt stehen. Man sagt noch 7-mal Moore's Law, Wissenschaftler sagen noch 7-mal Moore's Law, bedeuten, dass die menschliche Intelligenz auf gleichem Niveau ist wie die artifizielle Intelligenz. Dass bis dahin vermutlich global 230 Millionen Arbeitsplätze verschwinden. Ich will das nur einmal erwähnt haben, weil wir immer auf die Medien schauen und nicht sehen, dass wir uns in einem größeren Kontext bewegen und dass dieser Kontext unserer Gesellschaft ganz fundamental verändern wird. Lassen Sie mich zurückkommen aufs Internet, aufs Consumer-Internet, von denen die Medien ein Teil sind. Das Consumer-Internet erschüttert alle Industrien und Europa ist nicht gewappnet. Marc Andreessen sagt, das ist der Mann, von dem ich eben sprach, der heute ein großer Investor ist und der Mosaik erfunden hat, Software is eating up the industry. Alle Schnittstellen, die wir mit Konsumenten haben, werden sich so fundamental verändern, dass dahinter völlig andere Industrien entstehen. Und im Übrigen, die Neueinsteiger, die sogenannten Disruptor, haben einen ganz signifikanten Wettbewerbsvorteil gegenüber denen, die bereits in der Industrie unterwegs sind. Das hat eine ganze Reihe von Gründen, über die wir später gerne diskutieren können. Lassen Sie mich das ein bisschen veranschaulichen. Ich habe auf der einen Seite abgetragen die Reife der Internettechnologie, also alles, was rund um dieses Consumer-Internet technologisch passiert, und auf der anderen Achse die Vertrautheit des Konsumenten mit dem Internet. Das heißt, wie stark hat er das akzeptiert, wie stark hat er es verstanden, wie stark lässt er die Veränderungen zu und nutzt sie. Und dann sehen Sie, dass wir in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Industrien bereits, die Amerikaner nennen es so schön, disrupted haben, fundamental verändert haben. Die Telekom-Unternehmen sahen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre aus wie die großen Gewinner dieser Entwicklung. Die größten waren dann übrigens auch Neueinsteiger bei der Telekommunikation. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen an AOL erinnert. Ein Unternehmen, das mal 180 Milliarden Dollar wert gewesen ist, bevor es dann auch wieder disrupted wurde und verschwand. Sie erinnern sich an die Musikindustrie. Wir waren gewohnt, 4 Majors zu haben. Die haben es dann reduziert auf 2. Und ein neuer ist dazugekommen, der heißt Apple. Die Rentabilität der gesamten Branche ist heute weit weniger als die Hälfte von dem, was es war. Es kamen die Geschäftsreisen, ich weiß nicht, wer von Ihnen heute angereist ist, und hat über ein traditionelles Reisebüro gebucht, vermutlich extrem wenig von Ihnen. Es kam der Versandhandel, die meisten erinnern sich, dass wir in Deutschland mal 3 große Versandhändler hatten. Wir haben derzeit noch einen großen Versandhändler und dann eine ganze Reihe von Spezialversandhändlern. Das geht weiter über das Private Banking, über das gesamte Nachrichtengeschäft, das sich sehr fundamental verändert hat. Viele von Ihnen sind im Nachrichtengeschäft tätig, viele Diskussionen der nächsten Tage gehen ums Nachrichtengeschäft. Das hat sich ganz fundamental verändert. Das geht weiter über mobile Geräte, Versicherungen, Business, Banking und so weiter und so weiter. Pharma habe ich draufgeschrieben, nicht, weil jetzt am Wochenende der Economist sagt, dass man mit Big Data helfen könnte, Ebola früher zu stoppen. Das geht nur auf die Frage, dass man alle ihre Daten natürlich besser auswerten könnte, um zu sehen, wann sie wo waren und mit wem sie in Berührung gewesen sind, um sie besser zu kontrollieren, dass man zeitiger weiß, wo Ebola ist. Das ist eine Entwicklung, die können wir nochmal separat diskutieren. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit, dass natürlich die Pharmaindustrie sehr viel mehr in der Lage ist, heute spezielle, für sie wirklich wirksame Präparate zu entwickeln und dass sie auf Basis von Big Data viel schneller in der Lage ist, Forschungsergebnisse herzustellen, als das früher der Fall war. Lassen Sie mich 2 kleine Beispiele bringen über Industrien, die sich fundamental verändert haben
oder im Prozess der fundamentalen Veränderung sind, wegen des Consumer-Internets. Das erste ist das schöne Beispiel der Mobile Phones. Viele von Ihnen kennen noch den Namen Nokia. Im Jahr 2007, als das Internet aufs Handy traf, bis dahin gab es ja kein Internet auf dem Mobilfunk, auf dem Mobilfunkgerät, auf dem Mobilgerät, war Apple und Nokia in etwa gleich groß. Sie waren übrigens auch in etwa gleich viel wert. Nokia hatte 38% Weltmarktanteil und hat gesagt, dass diese ganze Geschichte, die sich da entwickelt, zu ihren Gunsten sein werden. Und Sie sehen, dass sich Apple bis 2013 im Umsatz ver-5,5-facht hat, dass Nokia seitdem praktisch noch halb so groß ist. Und wie Sie vielleicht in Erinnerung haben, wurde es 2012 für 5% des Wertes, den es 2007 hatte, verkauft. 5%. Disruption ist dann auch, glaube ich, gut spürbar. Apple hatte bis dahin kein einziges Telefon in seiner Karriere hergestellt. Es hatte über bestimmte Geräte nachgedacht und es hatte die große Endkonsumentenglaubwürdigkeit und kam eigentlich von der Endkonsumentenschnittstelle und hat diese Industrie einmal auf den Rollercoaster genommen. Es gibt ein zweites kleines Beispiel, was ich Ihnen gerne zeige, die Automobilindustrie. Sie wissen, dass im Sommer letzten Jahres Conti, das ist ein großer Reifenhersteller und Technologiekonzern in Hannover, der sich rund ums Auto bemüht, eine Partnerschaft mit Google, IBM und anderen verkündet hat, weil sie sagen, das Internet muss, das Auto muss Teil des Internets werden. Nicht das Internet muss ins Auto kommen, sondern das Auto muss Teil des Internets werden. Und daraufhin begann in Amerika bei Analysten die Spekulation, ob Volkswagen das nächste Nokia ist. Wenn Sie auf die Dinge gucken, die Google tut, dann sehen Sie, dass diese Autos bereits fahren. Dann sehen Sie, dass Sie mit Uber eine Distributionsmöglichkeit gefunden haben. Das ist ein großer Dienstleister, der im Moment Personen befördert und in naher Zukunft natürlich auch Produkte befördert. Und mit Waze sehen Sie ein überlegenes Navigationssystem, das sich heute bei Google befindet. Das heißt, wenn Google sich vornimmt, ein fahrerloses Auto zu haben und zu distribuieren, dann haben Sie die Voraussetzungen, das hinzubekommen. Und es ist leicht produzierbar, irgendwo in Südchina zu kosten, mit denen wir so ohne weiteres nicht klarkommen können. Wenn wir also der Meinung sind, dass die Medienindustrien besonders stark getroffen sind, dann sollten wir einmal den Blick über den Tellerrand heben und sehen, dass wir auf etwas viel Fundamentalerem sitzen, das am Ende alle unsere industriellen Kerne in Europa betreffen wird und verändern wird und das unsere Gesellschaft natürlich auch tangieren wird. Und wir sind Europa besonders schlecht darauf vorbereitet, weil wir ein Flickenteppich sind, weil wir nicht gesorgt haben dafür, dass ein europäisches Unternehmen die gleichen Wettbewerbsbedingungen hat wie ein Unternehmen, das seine Heimat nicht in Europa hat. Das heißt, wer aus Amerika kommt, in Europa tätig ist, hat sehr signifikante Wettbewerbsvorteile jedem europäischen Unternehmen gegenüber. Nehmen Sie das Wettbewerb, Antitrust, wenn wir heute über Kartellfragen reden, ich versuche, zwei von drei Häkelzeitschriften in Deutschland miteinander zu fusionieren, dann sagt das Kartellamt, das geht nicht, das giltet nicht. Wenn wir versuchen, als ein Anzeigenvermarkter mit wahrscheinlich in Deutschland irgendwo 4% Marktanteil einen weiteren dazuzunehmen, der 0,5 Prozentpunkte Marktanteil hat, dann sagt das Kartellamt, das müssen wir jetzt erstmal 3 Jahre prüfen. Google ist so groß wie die gesamte deutsche Verlagslandschaft, das heißt Zeitungen und Zeitschriften zusammen und kann alle Transaktionen weitermachen. Ganz offensichtlich haben wir noch nicht umgesetzt, wie stark die Veränderungsprozesse sind in die Frage, was ist eigentlich in Antitrust, was ist eigentlich im Wettbewerbsrecht heute richtig und notwendig. Ich habe hier Fair Search aufgeschrieben, weil immer noch unklar ist, dass es nicht darum geht, die Netze zu regulieren auf der Glasfaserebene, sondern auf der intellektuellen Ebene. Die eigentliche Funktion des Netzes, die steuert, ist die Suche und nicht das Netz, also das physische Netz. Wir regulieren das Netz, bis der Arzt kommt und übersehen komplett, dass das, was da drüber liegt, die intellektuelle Navigation, die eigentlichen Monopole schafft und schützt. Und wir haben es nicht geschafft, bis heute das zu verstehen und damit vernünftig umzugehen. Aber überall gibt es Zeichen dafür, dass es Fortschritte gibt. Der Datenschutz. Sie wissen, dass wir in Deutschland über Datenschutz besonders restriktiv denken, dass wir besonders am Schutz der Menschen interessiert sind. Das kann man so machen, das ist wahrscheinlich in Ordnung, oder man muss jeweils die richtige Form dafür finden. Es ist allerdings so, dass wenn ein amerikanisches Unternehmen in Deutschland über Datenschutz nachdenkt,
es mit einer völlig anderen Gesetzmäßigkeit konfrontiert wird. Es gab 1999 ein Abkommen, das sogenannte Safe Harbor Agreement, in dem festgestellt wurde oder festgelegt wurde, dass das Recht gilt von dem Ort, an dem der Server steht, der Computer steht. 1999 ein vermutlich vernünftiges Abkommen, um ans Laufen zu kommen, heute natürlich komplett obsolet. Was bedeutet schon, wo ein Rechner steht? Das heißt, wenn eine Firma sich in Deutschland oder in Europa gar nicht ansiedelt, sondern gleich über den Atlantik seine Daten schickt, kann es fast alles machen. Wenn es sich in Irland ansiedelt und von dort aus seine Daten bearbeitet, kann es faktisch auch alles machen, weil Irland über Datenschutz anders denkt und anders handelt als wir. Es geht am Ende um den Schutz des Verbrauchers, um den wirksamen Schutz des Verbrauchers für alle gleich. Es geht nicht um den Schutz des deutschen Verbrauchers vor deutschen Unternehmen. Und auch das haben wir in den letzten Jahren noch nicht in den Griff bekommen. Da die Daten und die Nutzbarkeit von Daten entscheidend ist für die Qualität von vielen digitalen Produkten, ist es ein außerordentlich wichtiger Punkt in der Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Unternehmen. Und wir haben das Thema Steuern, das den Weg in die Presse schon seit einiger Zeit findet, Gott sei Dank seit einiger Zeit findet, lange wurde es negiert. Mehrwertsteuer, wenn Sie digitale Produkte aus Luxemburg herausverkaufen, dann ist die Steuer auf digitale Produkte in der Regel null. Das heißt, Sie bekommen da eine Subvention. Wenn Sie die aus Deutschland herausverkaufen, dann ist die Mehrwertsteuer 19%. Während Sie auf Medien einen reduzierten Steuersatz haben, haben Sie es nicht, wenn es digitale Medien sind. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht lange zu diskutieren, dass das so nicht funktionieren kann, gerade in einer Situation, in der Märkte verteilt werden, wo gerade die ersten Jahre die wichtigsten Jahre sind, um Kunden zu binden und aufzubauen. Wenn diese Bindung einmal besteht, wird es natürlich unglaublich schwierig, dagegen anzukommen. Und der andere Punkt ist die Körperschaftssteuer. Inzwischen haben Sie vermutlich gelesen und auch schon verstanden, wie diese doppelstöckigen Strukturen funktionieren auf dem Umweg über Holland nach Irland. Und das bedeutet natürlich, dass wenn ich ein amerikanisches Unternehmen bin oder wenn ich ein asiatisches Unternehmen bin, die tun das im Moment noch nicht, die werden es allerdings bald tun, dann habe ich in Europa quasi keine Steuern zu bezahlen. Wo investiere ich am meisten, um welchen Markt kämpfe ich am intensivsten? Natürlich um den Markt, in dem ich keinerlei Gewinnsteuer zu bezahlen habe. Ich denke, dass es tragisch ist, dass wir in diesen Dingen in Europa nur so im Schneckentempo weiterkommen und hoffe natürlich sehr, dass sich das in den nächsten Monaten und Jahren ändert. Haben wir kein gesundes Consumer-Internet in Europa? Haben wir keine marktführenden Unternehmen in Europa? Werden sich die industriellen Kerne unserer Gesellschaft so stark verändern, dass wir sie nicht mehr wiedererkennen werden? Der vierte kleine Punkt ist, die wichtigsten medienveränderten Technologien sind eigentlich im Prinzip klar. Nicht klar ist die ökonomische Dynamik. Oder nicht klar ist, wie wir mit der ökonomischen Dynamik umgehen. Wie die im Prinzip geht, ist auch klar. Wir müssen Geschäftsmodelle anpassen und wir müssen Geschäftsmodelle neu entwickeln. Wenn ich sage, die wichtigsten medienveränderten Technologien sind klar, dann ist irgendwie klar, dass Übertragungsgeschwindigkeit unaufhaltsam weitergeht, in nahezu nicht mehr spürbar. Das heißt, alles wird an allen Orten in gleicher Geschwindigkeit verfügbar sein. Die Menschen werden unterschiedlich große, je nach eigenem Gusto, Bildschirme in der Tasche haben oder wo auch immer. Und sie werden im Prinzip in jeder Situation auf alles Zugriff haben, was sie wollen. Sie werden es wahrscheinlich irgendwann auch unmittelbar am Körper diesen Zugriff haben und sich noch viel weniger Dinge merken müssen, als sie das heute tun. Wohin diese technologischen Veränderungen führen, kann also jeder erfassen, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Und was als nächstes kommt, im Grunde auch. Bewegtbilder werden günstig auch da überall verfügbar sein. Das Wesentliche, was passiert auf der ökonomischen Seite, ist im Prinzip, dass die Erlöse pro Reichweite, hier aufgetragen in CPM, das ist Cost per Mill, also die Erlöse pro 1000 Nutzer, dass die deutlich runtergegangen sind. Und das ist eigentlich das Kernphänomen, was Sie in allen Printmedien haben. Ob in der Tageszeitung oder in der Zeitschrift, ich habe es Ihnen jetzt von der Zeitschrift mitgebracht, ist eigentlich das Kernthema, das Sie ökonomisch haben. Wir haben, wenn man ein bisschen in der Geschichte zurückschaut, eine einmalige Situation gehabt, die in Deutschland wahrscheinlich begann irgendwo mit den 70er Jahren. Wir hatten bis dahin ja keinen übertrieben großen Wohlstand bei Zeitungen. Meine Familie hat im Kulturkampf vor rund 140 Jahren die lokale Zeitung in meiner Heimatstadt gegründet, zusammen mit anderen ähnlich denkenden Familien.
Und das, der Antritt war nie, dass man großes Geld verdient. Und das hat man eigentlich auch nicht getan. Das hat man auch nicht in der Zeit während, zwischen den beiden Kriegen getan. Das hat man auch in der Nachkriegszeit nicht getan. Und wenn Sie sich die Diskussionen der 60er Jahre anschauen und Anfang der 70er Jahre anschauen, dann waren die alle nicht von Wohlstand geprägt. Der Wohlstand kommt erst dann. Das heißt, das Wohlstandsniveau, an das wir uns gewöhnt haben in den Medien, beschreibt eine außergewöhnliche Zeit und nicht die gewöhnliche Zeit. Und wir müssen deswegen erfindungsreich sein, um sie vernünftig zu überleben und zu gestalten. Die deutsche Wirtschaft ist bis tief in die 60er Jahre eine von Nachholbedarf, von günstiger Versorgung geprägte Wirtschaft und ändert sich in den 60er und den 70er Jahren in eine Marketingwirtschaft, in eine, die Marken baut, wo die Marken die große Bedeutung haben. Das ist ein Phänomen, das mit den 70ern beginnt. Und da Reichweite im Kontext von Qualität dann zunächst extrem knapp ist, ist es möglich, dass die Preise hoch sind und dass der Wohlstand erstmal entsteht, an dem wir uns heute gewöhnt haben. Der ist für immer in der Dimension verschwunden, auch wenn es uns gelingt, andere Erlösquellen aufzubohren. Das gilt im Übrigen auch fürs Netz. Ich habe Ihnen hier mitgebracht einfach die Entwicklung von typischen Medienmarken im Netz und deren Erlöse. Und ARPU ist so eine aus der Telekom-Industrie kommende Beschreibung, Average Revenue per User. Das heißt, der durchschnittliche Erlös pro 1000 Nutzer im Monat auf normalen deutschen Content-Websites geht auch deutlich nach unten. Das heißt, das Überangebot an Werbefläche ist etwas, was nicht verschwinden wird, was auch in der nächsten Zeit nicht verschwinden wird und was Druck machen wird auf die Veränderung unserer Medien. Das ist die schwierige Seite der Nachricht. Die andere ist, wenn wir uns anschauen, in welchem Gebiet wir unterwegs waren als Medienunternehmen, dann sehen Sie, wenn ich auf der einen Seite mal abtrage, die Kundeneinnahmen, also das Geld, was wir von unseren Lesern bekommen haben, und auf der anderen Seite unsere Werbeeinnahmen, dass wir uns eigentlich daran gewöhnt haben, auf der Kundenseite Einzelprodukte zu verkaufen, Einzelhefte zu verkaufen und Abonnements zu verkaufen, meistens übers Jahr abgerechnet. Und in der Werbebranche oder in der Werbewirtschaft, wir gelebt haben von Sponsoring, das ist in einigen Bereichen wichtig, ist in unseren klassischen Printmedien nicht so wichtig, und im Prinzip von Reichweitenwerbung. Und das hier Eyeballs oder CPM, Cost per Mill, Reichweite ist da das, was vermarktet wird. Und Sie sehen, mit dem Netz gibt es natürlich fundamental andere Möglichkeiten. Das heißt, wir können von Konsumenten durchaus mehr bekommen, indem wir ihn in Transaktionen begleiten und da nicht stehen bleiben. Und wir können auf den Werbeeinnahmen nicht nur dann Geld bekommen, wenn wir Reichweite bringen, sondern wir können auch Engagement mit Themen vermarkten und wir können CPO, Cost per Order, wenn wir anderen Transaktionen vermitteln, Einnahmen erzielen. Wenn wir uns angewöhnen, größer auf dieses Feld zu schauen, dann werden wir sehen, dass die Märkte, in denen wir potenziell tätig sein können, um Dimensionen größer sind als die Märkte, aus denen wir kommen und auch um Dimensionen lukrativer sein können. Aber es heißt, dass wir uns ganz grundsätzlich verändern müssen und bereit sein müssen, diese Wege zu gehen, die notwendig sind, um diese Felder zu erschließen. Und wenn ich einmal kurz schaue auf das Portfolio von Burda, ich habe es Ihnen mitgebracht für 2001, dann sehen Sie, dass wir von diesen blauen Themen, Transaktionen und CPO, also Vermittlungsgebühren, so prätaprobter 3% 2001 gemacht haben. Die Medien haben das immer gemacht. Die Leserreise, die Lotterie, die mitverkauft wurde, das Auto, das besonders angeboten wurde, immer schon gemacht. Aber es hat eine kleine Rolle gespielt. Bei uns eben 3%. Das Einzelheft, das wir in dem Verkauf haben, das Abo mit 43%. Und die CPM-Werbung, also die Reichweiten, die reine Reichweitenwerbung, 34%. Und die Dienstleistungen, das ist in unserem Fall vor allen Dingen Druck- und IT-Dienstleistungen gewesen, mit 18%. Und wenn Sie auf 2013 schauen, in der Zeit haben wir uns im Wesentlichen verdoppelt, etwas mehr als das, dann sehen Sie, dass diese neuen Erlösquellen eigentlich die Entwicklung des Unternehmens getrieben haben. Die Transaktionen haben deutlich zugenommen, machen heute 36% aus. Das, was wir als vermittelnde Werbeerlöse haben, ich habe Ihnen eben ein Beispiel gezeigt aus dem Reisebereich, dann ist es 13%. Wir bekommen für unsere Produkte, die wir verkaufen, Print und Online, wir verkaufen auch Online-Produkte, 26%. Die klassische Werbung macht noch 15% aus und noch 10% die Dienstleistung. Das heißt, wir können unser Unternehmen sehr wohl am Wachsen halten
Wenn wir uns abgewöhnen, ausschließlich auf die althergebrachten Geschäftsmodelle zu schauen und ausschließlich darauf zu schauen, dass wir die Werbung in der Form vermarkten können oder bekommen können, an die wir uns so wunderbar gewöhnt haben. Ich habe einen letzten und fünften Punkt mitgebracht. Walter Benjamin, von ihm stammt deutscher Philosoph, wie Sie wissen, der Satz, wenn sich die Medien verändern, verändert sich die Gesellschaft. Das sagt er natürlich vor den besonderen Beobachtungen der 30er Jahre, in denen über die Veränderung der Medien natürlich auch versucht wurde, die Gesellschaft zu verändern. Wenn wir mal für ein paar Sekunden ausblenden, dass Entertainment ja auch ein Teil der Medien ist und nur auf die Nachrichten und das Feld drumherum gehen, dann ist natürlich so, dass uns allen, glaube ich, klar und bewusst ist, dass freie Medien und Demokratie miteinander vernetzt sind, dass sie zusammengehören. Dass wir eine gut funktionierende Demokratie haben werden ohne freie Medien, ist, glaube ich, etwas, was wir nicht erwarten dürfen. Ich denke, dass Pressefreiheit nur möglich ist, wenn auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit gegeben ist. Das ist jetzt ein persönlicher Blick von mir, das ist ein persönlicher Blick, der sich in Deutschland eingebürgert hat, das ist ein Blick, der sich in England und in den USA eingebürgert hat. Es gibt sehr viele Länder, romanische Länder, bei denen das überhaupt nicht der Fall ist. Sie halten das für unkritisch, ob Medien an sich unabhängig sind. Die können dann sehr gut auch Unternehmen gehören, die sich im Wesentlichen mit der Herstellung von Waffen auseinandersetzen oder von großen Bauprojekten oder ähnlichem mehr. Das ist, glaube ich, nicht unser Ideal. Und die deutsche Medienlandschaft ist nach dem Krieg ja so aufgebaut worden, dass es eben dazu genau nicht kommt. Wir folgen daher eher dem angelsächsischen System. Das Bemühen, die wirtschaftliche Unabhängigkeit unserer Medienunternehmen aufrechtzuerhalten, halte ich deswegen für außerordentlich wichtig. Wir müssen darüber nachdenken, was die passenden Rahmenbedingungen sind. Und wir müssen an die Innovationsfähigkeit eines jeden Medienunternehmens in Deutschland appellieren, dass sie sich so transformieren, dass wir die Medienvielfalt nicht verlieren. Der zweite Punkt, über den wir nachdenken müssen und über den Sie auch in diesen Tagen nachdenken müssen, ist, dass die Transparenz über die Individuen sehr deutlich zugenommen hat, dass die Manipulationsmöglichkeit und die neue ungekannte Dominanz von einzelnen Spielern auf diesem Feld sehr deutlich zugenommen hat. Die Manipulierbarkeit der Situationen ist auf Basis der kompletten Kenntnis von all dem, was sie tun, natürlich ein völlig anderes Spielfeld. Und wir müssen uns, glaube ich, als Gesellschaft überlegen, wie wir uns da richtig aufstellen. Und damit will ich gar nicht sagen, dass wir immer in Volldeckung gehen müssen, sondern damit will ich nur sagen, dass wir darüber nachdenken müssen, was die richtige Dosierung für die Dinge ist. Ich glaube, der technologische Imperativ ist ganz genauso schlimm wie das absolute Gegenteil. Und wir müssen dazu die Position entwickeln, die wir in unserer Gesellschaft für richtig halten. Walter Benjamin wird dort wahrscheinlich sagen, wir können an der Veränderung der Medien erleben, dass sich die Zeiten verändern. Sie sind wahrscheinlich nicht mehr der Punkt, weswegen sie sich verändern. Wir sind auf einem katholischen Medienkongress, vielleicht schließe ich damit, dass ich noch ein paar Sätze sage über katholische Medien, katholische Kirche. Was ich gelesen habe, was Papst Franziskus gesagt hat, was Sie geschrieben haben in Ihrem Programm, dann bezieht sich das ja insbesondere auf die Frage der Glaubensverbreitung, dass wir die Kirchen öffnen und dass wir in die Kommunikation gehen. Es gibt natürlich in Deutschland und in anderen Ländern auch den anderen Aspekt des gesellschaftspolitischen Engagements von Kirche. Und ich glaube, wir haben immer ein Verständnis gehabt, zumindest in unserem Land, dass die Kirche mit in unserer Gesellschaft steht und dass sie sie auch mit prägen und entwickeln sollte. Wenn wir weiter daran interessiert sind, dass wir eine christliche Gesellschaft bleiben und dass wir die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, uns sinnvoll untertan machen, dann muss sich Kirche an Kommunikation beteiligen und dann muss Kirche sich natürlich auch inhaltlich an Kommunikation beteiligen. Wenn ich über die technischen Aspekte nachdenke, dann sehe ich eigentlich zwei, drei Punkte, über die man nachdenken müsste. Der erste und wichtigste Punkt ist, Sie kommunizieren immer, ob Sie das wollen oder nicht. Durch die schiere Existenz von Kirche nehmen Sie Stellung. Machen Sie es lieber bewusst und machen Sie es lieber richtig. Sie tun es sonst unbewusst und falsch. Eine Kirche und drei Nachrichten ist schwierig. Das heißt, Sie müssen sich entscheiden, auf welchen Ebenen welche Fragen wie behandelt werden. Haben Sie drei Meinungen zu demselben Thema,
ist das natürlich eine offene Einladung für alle Ihre Gegner und die werden Ihnen nicht ausgehen über die Jahre. An die sollten Sie sich aber die letzten 2000 Jahre einigermaßen gewöhnt haben. Dann werden die immer im Vorteil sein, weil sie das picken können, was sie wollen. Und das Dritte ist, Geschwindigkeit zählt. Das ist jetzt nicht gerade das, wofür die katholische Kirche in ihren Entwicklungen und Kommunikationen bekannt ist. Ich glaube, das ist eine unspektakuläre Äußerung. Ich fand es sehr interessant, Herrn Sarkozy vor einigen Jahren zu hören, der ein EGA, im Vorfeld einer G8-Sitzung, einlud, die Menschen, die in diesen 8 Ländern über die elektronischen Entwicklungen, die Internetentwicklungen nachdachte, zur Diskussion einlud nach Paris und in einem sehr freien Statement sagte, dass heute das Amt des Präsidenten nicht mehr so ausgeführt werden kann, wie es mal ausgeführt werden konnte. Und hat das exemplarisch geschildert. Er sagt, in viel größerer Geschwindigkeit müssen wir sehr grundsätzlich antworten auf Themen, die uns gestellt werden, und sehr viel schneller. Wenn Sie den ersten halben Tag nutzen zum Konter, dann steht der gleich mit dem, was der andere gesagt hat, im Raum und wird auch gleich transportiert. Wenn Sie dafür 3 Wochen brauchen, sind Sie in der Defensive und kommen da überhaupt nicht mehr raus. Sie müssen sich in den Geschwindigkeiten den technologischen Möglichkeiten anpassen. Umgekehrt wird das nicht erfolgen. Ich denke, wir brauchen die Mitwirkung der Kirche, um die Auswirkungen des technologischen Wandels auf unsere Gesellschaft zu meistern. Und wir brauchen sie nicht ex post, sondern sie brauchen sie am besten, während das passiert. Der heute dominierende technologische Imperativ hilft dabei genauso wenig wie die komplette Totalverweigerung. Wenn wir eine Gesellschaft begründet auf christlichen Werten bleiben wollen, braucht es das intensive Mitdenken und Mitgestalten der Kirchen und ihrer Medien. Wir brauchen mehr kirchliche, grundsätzliche, wertorientierte Kommunikation denn je. Und deswegen bin ich besonders froh, dass Sie sich dazu hier in Bonn zusammengefunden haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.